Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder mit Hannah und Daniel. Und wir machen heute das Video, wer kennt mich besser? Und der Verlierer kriegt am Ende eine Bestrafung. Ich mixe nämlich aus den verschiedensten Soßen ein Ekelgetränk, so einen kleinen Shot. Mhm. Und das Gute ist, heute kann ich nicht verlieren. Ja, deshalb auch die Bestrafung, yeah. Ne? Cool. So. Auf drei sagen wir gleichzeitig die Antwort. Oh Gott. Und ich stelle jetzt die erste Frage. Oh Gott. Ey, guck nicht schon vorher drauf, das ist unfair. Welche Schuhgröße habe ich? 1, 2, 3. 40. Gut. Shit. Gut Glück gehabt. 1-1. Okay. Hab ich einen Spitznamen und wenn ja, wie lautet er? 1, 2. Hi. Ja, Lubi. Ich nenne dich immer Lubi. Ist das ein Spitzname? Ich glaube, ich habe eigentlich keinen Spitznamen. So. Ich nenne dich so, also ist das dein Spitzname? Und außerdem steht es Lubelli. Ist auch ein Spitzname. Ihr kriegt beide 0 Punkte. Perfekt. Völlig willkürlich hier. Dann, die nächste Frage ist, was ist mein Sternzeichen? 1, 2, 3, Wassermann. Ey, du hast gesagt, bevor die 3 vorbei waren. Aber ich beide Punkte. 2-2. Dann, was ist meine Lieblingsfarbe? 1, 2, 3. Pink. Rot. Pink. Keine Ahnung. Ich wollte pink sagen, warum habe ich rot gesagt? Richtig dumm. Ja, 3, 2, Hanna. Trage ich lieber Silber oder Goldschmuck? 1, 2, 3. Gold. Beides. Ja, ich habe immer gesagt, du trägst gerne beides. Ich trägst beides, aber Gold lieber. Ja. Ja? Ich trage beides. Ja, das ist mich verarscht. Ich frage mal, was lieber? Richtig, tendenziell trage ich Gold lieber. Ja, das hast du mir aber nie gesagt. Das wollte ich gar nicht wissen. Jetzt ja, wird rausgestrichen. Also, wie viel war es? 3-3, ne? Ja. Was ist mein Lieblingsessen? 1, 2, 3. Schnitzel. Und dann ja. Und zwar 7 Schnitzel auf einmal. Okay. Was ist meine Lieblingsautomarke? 1, 2, 3. BMW. Ja. Oh Gott. Ich bin da so gewählt. Ich bin jetzt 5-5. Ja, vier, also, Gleichstand auf jeden Fall. Ja. Wo würde ich gerne hinreisen, ist aber zu gefährlich. 1, 2, 3. Ägypten? Keine Ahnung, Mann. Ägypten ist doch nicht gefährlich, oder? Doch, Ägypten ist gefährlich. Aber kann gefährlich sein. Jetzt bin ich enttäuscht. Ein bisschen. Es ist gemeint, das ist irgendwas, was du ihm irgendwann mal gesagt hast. Ich hab's ja auch mal gesagt. Hast du safe? Doch. Was ist denn die Antwort? Rio de Janeiro. Ah ja, richtig. Damn. Ah. Ja. Hab ich auch hast gesagt. Hast du mir nicht gesagt? Natürlich. Lüge. Nein. Schade, 0 Punkte für gut, aber mit Ägypten da hast du nicht gesagt, dass das gefährlich ist. Das habe ich mir nur gedacht. Ja. Ja. Doch, obwohl habe ich auch. Aber wir haben es beide. Ist immer, ja. Wegen, ganz besonders wegen der, aber wie heißt es denn? Wegen Karneval halt, dieser Parade, dieser Karnevalparade, da finde ich richtig eindrucksvoll. Was ist mein Lieblings-Disney-Film? 1, 2, 3. König der Löwen. Du musst auf 3 sagen, Daniel. Ist das König der Löwen? Na ja, also jetzt als ich es gesagt habe, ich habe verloren. Als ich es gesagt habe, ist mir das auch bewusst geworden. Ja. Ich habe aber nicht bewusst, weil du Disney allgemein magst. Einfach. Ja. Deswegen, ja, das sehen wir alle, aber als du dann gesagt hast, König der Löwen. Ja. Und ich bin nicht mal eine Disney-Person. Ja, er auch nicht, ich muss sie aufzwingen. Zwingen gar nicht. Zwingen. Ja, nein. Eben. Das freilich nachgeholt. Und, ja, deswegen. Perfekter Partner. Mein Lieblings-Freizeitpark. Auf nach 3 müsste ich sagen, ne, Daniel? 1, 2, 3. Phantasialand. Wie heißt der? Phantasialand. Ja. Oh. Der Name bin ich eingefallen. Phantasialand wegen der verschiedenen Länder. Hm. Das finde ich richtig cool. Ja. Weil bei Heidepark und Moviepark gibt es. Ja, ich wollte erst irgendwie, weiß nicht, habe ich nicht gedacht. Ja, jetzt wieder Gleichstand. Ja. Yay. Scheiße. Okay, was
ist meine Lieblingstanzrichtung. Eins, zwei, drei. Ja. Ich muss schwierige Fragen stellen. Ich dachte, du kommst jetzt mit sowas richtig abgespaced und so Nischen-Tanz. Ich weiß nicht mehr, welche Punkte ich. Müsst ihr gleich dann sein, oder? Ja. Bin ich so nervös? Ja, scheiße. Voll am Zittern. Okay. Welchen Tanzstil würde ich am liebsten gerne mal ausprobieren? Es gibt zwei, die ich wirklich gerne ausprobieren wollen würde. Wenn ihr, also, wenn einer unterschiedlich sagt und die beiden genannt werden, dann okay. Wenn ich beide sagen? Dann kriegst du einen extra Punkt. Ich habe diese Stimmen auf. Scheiße. Also, eins, zwei, drei. Salsa Samba. Ja! Salsa Samba. Yes. Ja. Keine Ahnung, Mann. Also Salsa und Samba. Ja. Ja. Das wüsstest du überhaupt. Ja, ich habe irgendwie nicht an sowas gedacht. Weil ich muss eigentlich, ich darf mich gar nicht für euch gegenseitig freuen. Ich darf eigentlich nur neutral sein. Weil ob ich mich jetzt ja, und du bist ein bisschen parteiisch hier. Nein! Doch, Salsa, das hast du mir tatsächlich neulich ja. Erst erzählt. Ja. Oh, dumm, ja. Hast du nicht gesagt, du würdest auch gerne mal Salsa ausprobieren? Ja. 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 Geil. Okay. Was ist mein Lieblingskleidungsstück? Und nicht spezifisch, sondern die Kleidungsart. Drei, nee, eins, zwei, drei. Ein Glitzerkleid. Leider. Die Antwort? Also, wenn ein Kleid, dann wirklich ein Glitzerkleid. Aber eigentlich habe ich jetzt an Jogginghosen gedacht. Das ist mein absolutes Lieblings. Okay. Kleidungsstück. Das hat 0 Punkte. Also, dass wir halt so super viele Videos geschickt haben. Ja. Glitzerkleid, aber so schön. Das ist für unsere Hochzeit. Ich für so nicht... Hochzeit. Das sind Hochzeitskleider. Ja, ja, ja. Aber ich habe mich natürlich nicht an Jogginghose gedacht. Ja. Ist es einer meiner Lieblinge, ja, aber... Ah, du wolltest mir halt indirekt was mitteilen. So mit denen. Ja. Mhm. Ich warte nur. Spaß. Okay. Spaß. Warum lache ich eigentlich? Kleine Troll am Ende der Couch. Ich bin so in der Ja. So, warte, ja genau. Oder so. So, was mache ich lieber? Feiern gehen oder Filmeabend? 3, 2, 1. Filmeabend. Ja. Ja. Das weiß ich, weil du nie mit mir feiern willst. Was ist meine Lieblingsjahreszeit? 3, 2, 1. Sommer. Ja, easy. Jetzt führt Dani immer noch mit einem Punkt. Scheiße. Wie hieß meine erste Katze? 1, 2, 3. Tequila? Ich weiß es nicht. Ja, Tequila. Oh, Gleichstand. Gleichstand. Ich dachte, das ist ich wusste, dass Tequila sehr alt war, als Tequila gestorben ist. Okay, jetzt muss ich mir noch eine Frage ausdenken. Oh, ich finde Gleichstand nicht schlecht. Ja, ich auch. Nein, nein. Nein, nein, nein. Keiner von uns hat sich blamiert. Ja, das war toll. Okay, Moment. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Mit wie viel Jahren? Folgt ihr auf Instagram. Da heißt sie Lubelli. Folgt mir auf Instagram. Da heißt ich ja wie heiße ich nochmal, ja. Mit 3i, genau. Ja. Folgt mir auf Instagram. Ich hab da nie was gepostet. Ihr wollt beide die Bestrafung trinken. Wenn es keinen Sieger gibt, gibst du 2 Verlierer. Ja, dann würde ich sagen, wenn es keinen Sieger gibt, dann trinkst du die Bestrafung. Ja, ich auch. Nee. Fragen waren halt nicht schwer genug. Okay. Was war meine erste Konsole? 3, 2, 1. PS2. N64. N64. Was sollte ich doch so wissen? Ich kenne mich. Kenn den Scheiß. Oh Mann! Das war eine gemeine Frage. Hattest du nicht mal eine PS2? Oder? Hab ich auch. Ja. Ja. Ich habe eine PS2, ich habe einen Gamecube gehabt. Kritisch.
Och Mann. Vielleicht Glück. Ich mache jetzt noch so einen kleinen Shot. Ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, Hannah muss jetzt die Bestrafung ungerechtfertigt, wie ich finde. Sieht richtig ekelhaft aus. Ich will nicht sagen, was da drin ist. Doch, sag mir bitte, was da drin ist. Nein, trink und dann errate. Brauchst du eine Kotztüte? Vielleicht. Wie viele Sachen sind denn da drin? Vier Sachen. So, einmal ist es da drin. Ketchup, Senf, Tabasco und Pflaumenwein. Trink einen großen Schluck. Geht? Geht nicht. Was ist das denn für eine Bestrafung? Ist voll gut, machen wir noch einen. Also, es ist nicht gut, aber es ist jetzt... Du hast den Senf auch nicht. Komm, machen wir noch einen Shot. Doch, okay, jetzt ist es irgendwie eklig. Ja, okay. Okay, jetzt will ich doch nicht mehr. So, das war's für die Video. Ich hoffe, es hat euch ja, gebt den Like, gebt dem Video gerne einen Like nach oben da. Ja, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Instagram. Ich verlinke alles in die Infobox und dann würde ich sagen, ziehen wir die Abmord nicht so lang und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!